Ja, wie hieß Sky früher? Premiere. Premiere. <laughs> das ist richtig. Premiere World zwischendurch, oder? Ja, Premiere World. Und es gab auch mal DF1. Kannst du dich an DF1 nee, noch erinnern? DF1, nicht. Ja, ja. Nee. Digitales Fernsehen. Ja, gab es. Das war eine super Sache. Da gab es auch ganz viel Sport und so weiter. Und damals war das aber noch nicht so, dass die Leute alle beschwert haben: ja, da sind die Rechte wieder woanders. Heutzutage beschweren sich die Leute, dass sie 20 Kanäle abonnieren müssen. Welche Sachen hast du privat abonniert? Oh, viel zu viel. Sky. Ja und? The Zone. Mhm. Amazon Prime. Mhm. Netflix. Oh, okay. Ähm, Spotify. Disney Plus. Oh, ich habe aber auch ordentlich. zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Da brauchst du auch Disney Plus. Die wollen auch gute Sachen gucken. Ähm, habe auch eine Frau, die gerne bei Netflix guckt. Deswegen, wir haben eine Menge. Das stimmt. Das sind, ich würde schätzen, also 150 Euro im Monat? Ja, das kommt ungefähr hin. Ja. Wobei ich schummel bei einem. Ich schummel. Ich habe Sky-Go von meinem Vater. Ja gut, okay. Aber das ist ja theoretisch erlaubt. Ja, definitiv. Ja. Also das bezahle ich nicht. Ja. Okay. Ja, also rein theoretisch wären es dann grob 150 ja. Euro im Monat. Hm. Am Ende muss man sich natürlich überlegen, ist es das wert? Wenn man das viel nutzt, finde ich schon. Na klar, ich kriege auch was geboten. Also, ich will ja auch viel sehen. Also, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da beschwert. Das ist mir alles viel zu teuer, es ist viel zu viel. Klar, ich hätte es gerne alles bei einem Portal, dass ich nur einmal bezahlen muss. Aber so ist halt die rechte Vergabe. Überall gibt es gute Serien und mhm. äh, deswegen haben wir alles. Das hast du sogar einige nicht genannt. RTL Plus geht richtig steil gerade, die müssen die meisten Abozahlen aller Anbieter in diese Richtung haben, also was nur online ist quasi. Gehen wir mal von Sky jetzt weg, weil das ist ja ein Fernsehsender, das Sohn ist so ein Semi-Fernsehsender, aber RTL Plus, paar Millionen Abonnenten haben die tatsächlich. Da bin ich seit gestern Abend Abonnent. Hab aber nach dem Spiel <laughs> direkt gekündigt, weil wir streamen immer nur über den Stick und ich kriege kein RTL und so zu Hause und deswegen habe ich mir für das Spiel gestern ein Abo abgeschlossen und hab's direkt gekündigt. Okay, verstehe. War HD aber? War HD. rein? War super, mhm. ja, war alles gut. Magenta hast du nicht? Magenta haben wir über unsere Firma hier. Mhm, also okay. Magenta kann ich ja auch gucken. Ja, wegen der Amateure. Natürlich, dritte ja. Liga. Ja, gut. Du als ehemaliger Chef der Lokalsportredaktion musst doch da im Bilde sein. Definitiv, ja. Ja. Ne, Dritte Liga machen wir ja auch bei uns ja, im ja. Team, im ja. BVB-Team. Aber es sind ja die Talente von morgen. Und was Talente von morgen angeht, liebe Leute. Thomas Schulzke, deswegen habe ich eben gefragt. Premiere. Ja. Verstehst du? Talent. Es hm. hat ein bisschen gedauert, bis ich es erklärt habe. Hm. Der ein oder andere hat es vielleicht sofort verstanden, macht aber nichts. Nee. Schön, dass du zum ersten Mal mit dabei bist, weil ja alle anderen nicht konnten. Das ist der Grund, oder? Na, weil ich gerne hier bin. So, nein, das nein. Ja? Irgendwann musste ich ja zum ja. ersten Mal. Ich bin ja, ja. jetzt ein Jahr in dem Team hier dabei. Und irgendwann musste ja mal... Stimmt, ist schon ein Jahr jetzt. Ein Jahr, äh, Mitte März kam. Ja, ich. genau. Ja, 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 Mitte jetzt März haben wir heute ein Jahr. ein Jahr. Den 27. März, ja, das passt. Ja. Nach einem Jahr ja. muss ja. die Premiere spätestens kommen, habe ich gedacht. Und deswegen bin ich hier. Wobei Cedric und Kevin, die sind damals sofort ins kalte Wasser geschmissen ja. worden. Ja, ja. Die kamen hier rein und mussten sich sofort vorstellen wo sie vorher gearbeitet haben. Und weißt du, was das Geist ist? Die haben damals getippt, der BVB wird Meister. <laughs> Wie naiv muss man eigentlich sein? Den Ver Tipp kann ich heute nicht abgeben. Ja. Eigentlich direkt ein Kündigungsgrund. Es ja, also geht ja. ja hier im Team auch um Kompetenz. Ja. So. Und die haben gesagt, der BVB wird Meister. ist natürlich nicht akzeptabel. Ja. Wobei, es war knapp letzte Saison. Es ja, war ja aber es war ja vor dann war, zweieinhalb ja, das Jahren. Die sind ja schon länger da, ja. Und ja, gut. Haben ein bisschen gebraucht, um das System Borussia Dortmund zu verstehen. Und ich hm. glaube, den Tipp würden sie jetzt nicht nochmal abgeben. Ich glaube auch ja, nicht. Schade eigentlich. Ich überlege gerade. Ach so, weil du das Spiel gestern ja gesehen hast. Beim zweiten Tor der deutschen Mannschaft wurde nicht Major Tom gespielt. Das stimmt. Ja, was ist denn da los beim DFB? Ich weiß es nicht. Also durch die Petition, also wäre eigentlich Pflicht gewesen, vor allem bei dem Hintergrund, dass es das bei der EM wieder nichts spielen dürfen, weil dann die UEFA vorgibt. Leider. Ich hätte mir auch Major Tom gewünscht. Ja, Peter also, Schilling. Damit bist du doch groß geworden. Du bist zwei Jahre älter gefühlt als ich. Ja? Was bist du für ein Jahrgang? 75. Ja, ja. Dann bist du mehr als zwei Jahre älter, aber macht nichts. Ja, ich doch, diese neue deutsche Welle habe ich damals ja. äh, mitbekommen. Ganz schreckliche Zeit. Von der Musik her mit. Fandst du? Ja, mit Markus. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Das war <laughs> ganz schlimm, glaube ich. Nein, also das will ich mir rückblickend nicht anhören. Ich werde auch zu keinen Partys oder Veranstaltungen gehen. Wie bitte? Wo irgendwie eine neue deutsche Welle gespielt wird. Alternativ hätte ich für dich das Plus-Abo zum Thema Borussia Dortmund im Angebot rn.de/bvb-podcast-angebot findest du nicht auch, dass diese URL einfach dermaßen kompliziert ist, dass wir uns da was Neues einfallen lassen müssen? Sie ist lang. Ja? Sie ja und auch mit und dem lang. Bindestrich und noch dazwischen. Ein Bindestrich, ja? mhm. Die ist echt lang. Das ist aber ein deutsches Phänomen, dass Internetseiten tendenziell immer, wenn es zwei Worte sind, einen Bindestrich dazwischen haben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, das stimmt. Das ist mir nicht, ja. nie so aufgefallen. Mhm. Aber du ja, hast recht. wenn du mal drauf achtest, mhm. ja. Ruhepunktnachrichten, ne, Nachrichten ich schon. Ruhe-Nachrichten haben wir die Domain eigentlich auch. Also ist er nde. R nde. haben wir auch. Für drei Monate und dann seid ihr mit dabei und könnt alle Texte lesen. Die sind aktuell besonders spannend. Aber wir müssen kurz bei der Musiknummer bleiben. Mhm. Verstehe ich nicht ganz. 80er Jahre, da gab es schon gute Musik. Gibt ja nee. mehr als neue Deutsche Welle. Michael Jackson. Michael Jackson, war super. Ja. Prince, ja. Oh. war, auch, war ja, ja. auch richtig gut. Depeche Mode, ja. irgendwann Siehste? auch richtig Siehste? stark. Also würdest du doch vielleicht zu einer 80er-Party gehen? Ja, aber nicht, aber nicht ich habe gesagt, da, wo sie deutsche, Neue Deutsche Welle spielen, okay. da wäre ich Steht. definitiv nicht. Neue Deutsche Welle, was war das denn sonst noch hier? Ähm, Münchner Freiheit, ist das Neue Deutsche Welle? Nee, das nee, ist Neue nee. Deutsche Welle. Das war, oh, Nena müsste auch dazu. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Markus habe ich noch eine Erinnerung, das Lied. Ich, ich gebe Gas, ich will Spaß. Das war so die Zeit. Ja, wobei ich finde eigentlich, die 80er waren musikalisch sehr gelungen. Bist du mehr so der 90er Jahre Musiktyp? Ich bin eigentlich der Musiktyp, der aktuelle Sachen gerne hört, weil ich bin nicht der Typ, der mal zurückschaut und die alten Lieder hört. Es gibt viele gute neue Sachen, die es immer wieder gibt, in allen Genres, mhm. die man sich anhört. Und ähm, deswegen bin ich nicht so der Typ, der immer zurückguckt und sagt, das war eine schöne Zeit und das höre ich mir noch an. Wobei ich... Zwei Jahre oder nee, kurz vor Corona war es, da war ich noch auf einer Depeche Mode Party in Münster. Da wurde den ganzen Abend nur Depeche Mode gespielt. Ist ja eher langsam, in Moll, düster, aber es hat Spaß gemacht. Viele tolle Lieder, da, da kann Die ich frei haben. Mit. Sehr, sehr viele tolle ja. Lieder. Da kann ich auch etliche von mitsingen, tatsächlich. Hm? Ob gut oder schlecht, ja, das müssen das andere ist beurteilen. Egal. Ja, das ist egal. <laughs> ja, Kommt drauf an, wie spät der Abend ist. Ne? Hm. Mm, apropos nach vorne schauen. Thema der Woche heute ist die Personalie Sven Misslintat. Und jetzt gibt es einige, die mir dann regelmäßig bei Instagram schreiben und sagen, ja, Mislintat und so weiter und so fort. Da habe ich keine Lust mehr drauf, der kommt eh nicht zurück. Und jetzt auf einmal, ja, da ist er irgendwie wieder dick im Gespräch und nicht nur das, sondern unsere Informationen sagen, dass das auf einem extrem guten Weg ist. Darüber sprechen wir. Wir schauen natürlich auch, in Kombination mit den Länderspielen voraus auf das Spiel gegen Bayern München am kommenden Samstag, Ostersamstag 18.30. Ich hasse ja dieses der Klassiker. Wer hat sich den Scheiß eigentlich hey, ausgedacht? Ich weiß es nicht. Leute, die sich zu viel in Spanien-Spiele angucken. <laughs> ja. Die, die haben es wahrscheinlich irgendwann gedacht, wenn es den Klassiker gibt, muss es auch den Klassiker geben. Aber Was wäre denn eigentlich, so rein historisch gesehen, der wahre Klassiker in Deutschland, deiner Meinung nach? Historisch gesehen. Bayern gegen Gladbach? Bayern Gladbach, ja, in den 70ern. Mhm. Hat halt bei Gladbach nicht gereicht. Nee, aber das wäre, wenn du heute aber, das Spiel aber als Klassiker ankündigst, kannst du aber, glaube ich, auch nicht verkaufen als Sky. Nee. Das kannst du aber nicht mehr. Wir zeigen euch den Klassiker live: Bayern gegen Gladbach. Ich glaube, nee. da schließt keiner ein Abo ab. <laughs> da schließen <laughs> einige kein Abo ab. Zum Beispiel du. Ja? Weil du es ja woanders mein Vater. Ja, Und bezahlt ja, also noch extra SkyGo obendrauf. Das kostet extra, ja. Ja, ja ist klar. das kostet mhm. noch extra. Ja, ich nutze es auch auf anderem Wege. Okay. Es liegt aber daran, dass ich bei mir, wo ich wohne, kann ich weder eine Satellitenschüssel so wirklich anbringen, noch kann ich das über Kabelanbieter nutzen. Das ist ganz komisch da. Okay. In diesem Haus, wo ich wohne. Naja, ist auch egal. Also, Und das trotz ja. Mieterhöhung? Ja, trotz, trotz, Mieterhöhung. Mieterhöhung. <laughs> trotz Mieterhöhung. Da sollte ich vielleicht mal in Revision gehen. Nee, wie heißt das? In Revision. Schloch, Doch, Revision ja. gehen, ist ja. richtig, ja. Ist klar. Ja, mit Fremdwörtern muss man immer so ein bisschen mhm. aufpassen. Okay, dann legen wir mal los. Sven Mislintat. Die Hörer fragen ja immer ganz gerne, wie groß ist denn die Chance, dass das und das eintritt? Wie viel Prozent? Wie hoch ist denn prozentual die Chance, dass Sven Mislintat in der neuen Saison für Borussia Dortmund tätig ist? In der neuen, würde ich sagen, 99 Prozent und noch in dieser Saison 70 Prozent. Oh, noch in dieser Saison. Mhm. Denn vertragstechnisch sieht es bei ihm wie aus? Er hat seinen Vertrag, so wie wir es gehört haben, nach unseren Informationen bei Ajax aufgelöst. Das heißt, er könnte direkt beginnen. Also, wenn der BVB sich entschließt, ihn dazuzuholen, könnte er jetzt mit in die Kaderplanung für die kommende Saison mit einwirken. Ich finde das sinnvoll. Wenn er das täte, wenn sie denn in der kommenden Saison sowieso mit ihm arbeiten wollen, du hast gerade gesagt 99,9 Prozent, ich lege noch 0,1 Prozent drauf, okay. dann sind wir bei 100, das ist einfacher. Also, die Planung ist anscheinend, dass sie in der kommenden Saison Sebastian Kehl in der aktuellen Rolle, ne, nicht falsch verstehen, in der aktuellen Rolle mit Sven Misslintat ersetzen. Ja. Dann ist es doch das einzig Richtige zu sagen, der kann sich jetzt schon um Transfers kümmern oder nicht? Also in Zusammenarbeit. Es kommt natürlich darauf an, was passiert mit Sebastian Kehl. Zu 100 Prozent ist es ja noch nicht klar, wird er dann Geschäftsführer Sport, wird er es nicht. Und ähm, solange das nicht klar ist, ist natürlich schwierig, denke ich, jetzt beide auf einmal zu verkaufen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, wir haben jetzt Sven Mislint hat als Sportdirektor verpflichtet und Sebastian Kehl sagen wir euch in zwei, drei, vier Wochen Bescheid, was er dann macht nächste Saison. Also als erstes müsste sie jetzt ja der BVB die Personalie Kehl spielen nach außen hin. Was passiert mit ihm in der kommenden Saison? Ist eine schwierige Gemengelage, finde ich. Ja, ist auch schwierig, weil wie man hört, ist man nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, ob Sebastian Kehl Geschäftsführer Sport werden soll. Auf der anderen Seite will man aber auch Sven Mislintat unbedingt haben und deswegen ist es wirklich schwierig gerade für den Club. Lass uns ein bisschen über Sebastian Kehl sprechen. Ich bin der Meinung, dass irgendwie so ein bisschen was fehlt. Ich kann dir nicht genau erklären, was das ist. Ist auch schwierig. Ich habe ja nicht mit ihm zu tun beruflich. Ihr sprecht regelmäßig mit ihm und ich kann es dir nicht richtig erklären. Aber vielleicht hast du ein Gefühl dafür, was ich irgendwie meine, wenn ich sage, da fehlt vielleicht ein bisschen was. Ja, so nach außen fehlt, glaube ich, so ein bisschen was, wenn man ihn immer sieht. Bei Sky oder The Zone, wenn man einfach sieht, ähm, es ist immer alles gut, es gab schlechte Spielsongen, dann hat er trotzdem wieder mal einen Schritt nach vorne gesehen, so ein kleines, dieses Mal wirklich sagen, es läuft richtig schlecht. Das hört man irgendwie nicht richtig. Er schützt immer die Mannschaft, was ja eigentlich gut ist, dass man die Mannschaft schützt, aber man, man, man hat nicht das Gefühl, irgendwie, wie sieht es nach innen aus? Man weiß nicht, sagt er da auch oder haut er da wirklich auf den Tisch? Das wird einem so nie richtig klar. Also, er müsste natürlich auf den Tisch schauen, weil diese aktuelle Saison natürlich nicht gut läuft. Aus meiner Sicht definitiv nicht gut läuft, auch wenn jetzt zuletzt äh, die Punkte okay waren, aber sportlich die Entwicklung war nicht so gut. Also, da muss ich definitiv was tun und ich hoffe, dass er nach innen hin da wirklich auch mal auf den Tisch schaut und sagt, so kann es nicht laufen. Ich habe da, glaube ich, mit Dirk das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Wir waren auch. Ähm nicht gemeinsam, aber wir waren gleichzeitig bei der Spobis im mhm. vergangenen Jahr und da gab es eine Podiumsdiskussion. Da war Simon Rolfes mit dabei, da war Clemens Fritz von Werder Bremen mit dabei, also Rolfes von Leverkusen, Fritz von Bremen und Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und eben Sebastian Kehl. Und ich fand das sehr langatmig, diese Podiumsdiskussion, sehr dröge, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, kommen die jetzt zu Potter? Also, haben die mal eine klare Aussage? Das ist natürlich diese neue Generation mhm. von Managern. Aber wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen was. Ich glaube, und jetzt kann man darüber streiten, ob alles, was ein Uli Hoeneß oder früher sogar ein Willy Lemke gemacht haben und so weiter, ob das immer gut und richtig war. Das sage ich auch nicht. Aber was die alle hatten, war eine gewisse Form von Ausstrahlung und Charisma. Bin ich da zu streng dieser neuen Generation gegenüber? Oder ist das einfach der Zeitgeist? Oder fehlt dir das auch so ein klein wenig? Na, ein Dieses bisschen fehlt mir das auch. Anecken, weißt du, was ich, ich meine? Ja, ja, ich verstehe das. Ja, das. Ich weiß nicht, ob glatt das richtige Wort ist, aber sie wirkt nach außen wirklich glatt, haben ihren Mediensprech, wissen genau, heute spielen wir 2-1, dann sage ich die Sätze ABC, die ich gelernt habe. Wir verlieren 0-1, dann hebt man trotzdem nochmal das Gute hervor und. Ähm, dieses Anecken gibt es, glaube ich, fast gar nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Also bei Interviews mhm. fast gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt immer Anecken muss, weil Dinge klar anzusprechen, bedeutet nicht, dass man Aneckt, finde ich zumindest. Wenn die jetzt zum Beispiel 0-0 in Heidenheim spielen, vor ein paar Wochen, und er sagt, ich habe einen Schritt mhm. in die richtige Richtung gesehen, <laughs> okay, er kann ja ruhig sagen, wir haben keine gute Leistung gebracht. Er muss die Mannschaft ja nicht komplett in die Tonne reden. Er kann ja sagen, pass auf, Leute, das war nicht das, was wir uns als Borussia Dortmund vorstellen. Ich finde, dass das besser werden muss. In dem und dem Bereich haben wir heute nicht überzeugt. Das ist nicht automatisch Anecken, aber es ist klare Kante, es ist ein Unterschied. Und es geht ja auch um Glaubwürdigkeit. Die Leute haben das Spiel ja gesehen. Und die Leute, die dann hören, ähm, wir haben heute wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, es glaubt ja auch einfach keiner. Also. Das, was die Leute bei dem Spiel gesehen haben, war kein Schritt nach vorne, auch kein kleiner Schritt nach vorne in dem Fall. Und wenn man denen dann sowas noch erzählt, dann wird doch eher die Distanz größer und die Stimmung ist ja halt nicht gut aktuell zwischen Fans und Anhängern und BVB und die sind sehr, sehr kritisch aktuell. Glaubst du, also anders formuliert, es gibt ja einen Grund dafür, warum der BVB anscheinend Zweifel hegt, Sebastian Kehl, zum Sportvorstand zu machen. Alleine, dass das jetzt, ich will nicht sagen publik geworden ist, aber alleine, dass man jetzt so darüber diskutiert, ist für mich schon kein gutes Zeichen, kein gutes Vorzeichen. Selbst wenn er diese Position irgendwann dann bekleiden sollte, nee, ist definitiv kein, sind keine guten Vorzeichen. Aber ist natürlich auch eine Frage der Alternative. Wer soll kommen? Wer soll ihn ersetzen? Oder wer übernimmt diesen Posten des Geschäftsführersports beim BVB? Ich glaube, so viele Namen sind gar nicht auf dem Markt. Man hat irgendwann mal Freddy Bobic gehört, kann ich mir gar nicht vorstellen, glaube ich überhaupt nicht daran. Krösche von Frankfurt wäre vielleicht einer gewesen, aber nach unseren Informationen wird er wirklich in Frankfurt bleiben. Da baut er gerade was auf. Eine gute Mannschaft, viele Spieler geholt, kann ich mir schlecht vorstellen. Matthias Sommer, was man noch so im Kopf hat, der Aufwand wahrscheinlich viel zu hoch wird es nicht ja. machen. Und wer kommt denn dann? Wer kommt? Ja, du sagst schon, Matthias, sag mal, was man so im Kopf hat. Hm. Aber das ist ja kein ernsthafter Kandidat Nein, für die ka Nein, ist kein Kandidat. So. Das heißt, wir haben eigentlich Krösche und Kehl. Genau, und der eine möchte nicht. Kann man ihm das nicht schmackhaft genug machen? Es gab wohl schon ein Gespräch, aber wie man gehört hat, entscheidet er sich für Frankfurt und will bei Frankfurt bleiben und weiter das aufbauen, womit er angefangen hat. Ist das denn ein gutes Zeichen für Borussia Dortmund, dass sie jemanden wie Krösche nicht bekommen können? Kein gutes Zeichen, glaube ich. Das ist ja mhm. eigentlich ähm, aus Krösches Sicht, wenn er sich so, so entscheidet, dann muss er im Hinterkopf haben, das was ich jetzt hier habe, kann ich vielleicht so gut aufbauen, dass ich den BVB bald überhole. Und Frankfurt aus meiner Sicht ist einer der Clubs, der immer näher an den BVB heranrücken kann. Sportlich aktuell noch nicht, sind jetzt weiter dahinter. Zuletzt 3-1 für den BVB gegen Frankfurt. Aber ich denke schon durch diesen Erfolg im Europapokal, ich glaube, da wächst gerade was in Frankfurt. Die haben natürlich noch viele Spieler im Winter geholt. Diese Mannschaft muss sich noch zusammenfinden. Wirklich gute Spieler geholt. Und ich glaube, dass die langfristig an Dortmund ein bisschen heranrücken können. Das befürchte ich aus PVB-Sicht auch. Die bauen ja gerade da das Stadion auch ein mhm. bisschen um. Und das gibt dann einige Dauerkartenbesitzer, die, die haben ein Angebot bekommen. Da waren sie nicht ganz zufrieden mhm. mit, weil sie müssten deutlich mehr bezahlen oder die Dauerkarte mehr oder weniger abgeben oder den Platz im Stadion auch komplett wechseln. Bedeutet aber, Eintracht Frankfurt nimmt auch mehr ein durch neue Logen, die sie dann da haben. Und das Stadion ist eh immer proppenvoll. Ja. Also, Stimmung ist auch super. Ja, eigentlich ist es auch immer ausverkauft, mehr oder weniger. Wie viel passen da rein? 50.000. So ja. ja. So, ich weiß nicht, wie die Preisstruktur ist. Ich glaube, es ist generell ein bisschen teurer, in Frankfurt ins Stadion zu gehen. Ich meine, es ist generell auch eine Stadt, die viel Geld hat. Es ist die Metropole dort drumherum, sind nicht so unendlich viele große Städte. Ähm, von daher sind da wirklich viele Frankfurt-Fans dann auch in und um Frankfurt herum. Ich will nicht sagen, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber meins. Die relativ nah dran sind von der Distanz ja die steigen jetzt auch wahrscheinlich in die zweite Liga ab. Also könnte passieren, sind keine richtige Konkurrenz da für Eintracht Frankfurt. Bedeutet, die können da viel alleine machen. Ja, wir haben auch noch Darmstadt, die werden aber definitiv absteigen. Also von daher, Eintracht Frankfurt ist die Macht in Hessen. So. Dann haben die junge Spieler geholt, hast du jetzt gesagt, im Winter, wo man bei dem einen oder anderen denken könnte, ja, gab da einen jungen Spieler von PSG, den hätte Borussia Dortmund vielleicht auch gerne gehabt, hat der BVB nicht bekommen, Krösche ist das gelungen. Ja. Also der scheint sehr viel richtig zu machen, wir müssen natürlich jetzt mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber bei Borussia Dortmund hat man jetzt seit einiger Zeit das Gefühl, dass selbst die jungen Spieler, die man holt, nicht richtig einschlagen. Beino Gittens, bin ich nochmal gespannt, der hat für die U21 von England seinen ersten Treffer erzielt, aber auch da fehlt mir so ein klein bisschen ja, war auch mehrfach jetzt verletzt, ist natürlich unglücklich gelaufen mit seiner Schulter, aber er ist nicht so effizient, wie das zum Beispiel Sancho im gleichen Alter war. Sancho hat deutlich mehr Tore gemacht, Sancho hat deutlich mehr Tore vorbereitet damals. Jorana musste man ausleihen, hat nicht funktioniert. Bislang muss man auch so sagen, immer wieder Probleme gehabt, durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Deswegen finde ich es wichtig, dass man niemanden holt wie Mr. Tat. Dann gab es ja Kritik. Ja, der hat einen Kader in Stuttgart zusammengestellt, der hat letztes Jahr fast den Klassenerhalt nicht geschafft. Wo steht heute der Kader? Ja, hat ein bisschen Zeit gebraucht der <laughs> ja. Kader und natürlich auch den passenden Trainer. So, das kommt auch noch dazu. Bei Ajax schnell weg gewesen, dann sagen die Leute, ja, einer der bei Stuttgart dann irgendwie auch im Unfrieden gegangen ist, der bei Ajax im Unfrieden gegangen ist aber wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch anzuecken, ja, Reibungspunkte zu haben, ne? zu diskutieren. Man braucht andere Typen, man braucht nicht nur Leute aus seiner eigenen Blase, man braucht Leute von außerhalb, sonst schwimmst du immer nur in deiner eigenen Blase und es ändert sich nichts. Und es muss sich ja beim BVB ein bisschen was ändern. Frischer Wind auch an Spielern. Es werden viele Spieler gehen am Ende der Saison. Man weiß nicht, was mit Sancho ist. Man weiß nicht, was mit Marzen ist. Mit den Leuten die Verträge auslaufen. Also so ein Miss Lint hat. er war ja damals der als chef -Scout, der wirklich gute Spieler hat. Shinji Kagawa entdeckt, und Sancho mitentdeckt, also so einen könntest du gut gebrauchen. Vor allem heute gibt es glaube ich kaum noch Spieler, die noch nicht entdeckt sind im Alter von 16, 17. Das, dafür ist der Markt einfach zu dicht geworden und es gibt so viele gute Scouts und dann schwimmst du beim Becken mit, mit den ganz Großen. Aber so ein Mislintat hat es eigentlich immer geschafft, noch solche Spieler zu finden von in den noch Fantasie steckt, wo er es gesehen hat, ja, das kann großer werden, es hat geklappt. Wenn du jetzt verantwortlicher wärst bei Borussia Dortmund und müsstest darüber entscheiden, ob du mit der Kombi-Kehl-Sportvorstand und Miss Lintat Sportdirektor in die neue Saison gehst, würdest du das so machen? Ich glaube, Stand heute. Ich kenne Mr. X nicht. Ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall Miss Lintat als Sportdirektor nehmen. Das würde ich definitiv machen. Und dann müsste ich wissen, wer ist Mr. X oder nehme ich Sebastian Kehl? Stand jetzt wird es dann wohl Sebastian Kehl werden. Der hat es ja auch öffentlich geäußert, dass er es gerne machen würde. Darauf hat er hingearbeitet. Und ähm, es ist ja so, beim BVB-Stallgeruch ist das sehr, sehr wichtig für den Club. Und da wird Sebastian Kehl natürlich gut reinpassen in diesen Geschäftsführersportposten. Wobei ich mir wünschen würde, dass mal wirklich mehr von außen käme, mal neuer Impuls. Also für mich wäre der Stallgeruch nicht immer wichtig. Den hat Miss Lindt hat ja auch, den Stallgeruch. Ja, klar, das, ja. das passt ja wieder. Ja. Ja. War ja elf Jahre, ja. glaube ich, schon beim BVB. Ich meine, gut, er hat damals sehr, sehr viele gute Spieler geholt. Müssen wir nicht drüber reden, ja. dass nicht jeder Transfer funktionieren kann, ist auch klar. Glaubst du, weil man ja teilweise dann auch liest, dass es überhaupt eine Rolle spielt, dass. Kehl vielleicht den einen oder anderen Transfer ja, in die Binsen gesetzt hat, weil man sagt, gerade der Transfersommer 23 ist nicht gut gelaufen. Deswegen gibt es die Kritik an Kehl. Ist das der Kernpunkt oder ist das überhaupt gar nicht der Kernpunkt? Ich glaube, das ist auch ein Kernpunkt. Aber ich glaube, es geht ein bisschen auch auf, um Ausstrahlung, wo du es gesagt hast. Aki Watzke ist natürlich einer, der möchte Leute an der Macht haben, die auch Ausstrahlung haben und zeigen, hier. Ich bin der Verein und ähm, wenn der in den Raum betritt, dann ist da eine Aura und ich merke, ja, BVB Champions League Team, ähm, da kommt jemand rein. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich das, was du gerade vorhin gesagt hast, mit der Ausstrahlung, ob Sebastian Kehl ja, genau Aura, dieser Typ ist. Aura ist ein gutes Wort hm? dafür. Ja? Also eine Form von natürlicher Autorität. Hm? So und da glaube ich, das ist zumindest mein Gefühl. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das nach innen ist. Ja, das ja? ist also, das Problem. Ja. das ist immer schwierig. Aber vielleicht kann das dann in dieser Kombi funktionieren, mislintat hat Kehl, weil eben Misslin hat so viel Reibung reinbringt. Weil der vielleicht ein bisschen zu viel aneckt, sozusagen. Mhm. Aber dass das zu wenig Anecken von Kehl ausgleicht und da muss Kehl vielleicht auch mal lernen, ein bisschen mehr dagegen zu halten. Vielleicht könnte das dann funktionieren. Aber das Problem, was ich aktuell sehe, wenn du sagst, wir kennen Mr. X nicht, ja, dann würde der BVB das mit Kehl machen. Aus Mangel an Alternativen ist selten die richtige Entscheidung. Also Alternativen gibt es. Er wäre ja auch ein guter Kandidat. Aus meiner Sicht. Er wäre ein Kandidat, den man definitiv in Betracht ziehen muss, um den Geschäftsführer Sport zu besetzen. Die Frage ist: gibt es noch einen besseren? Das weiß ich nicht. Krösche wäre eine gute Alternative gewesen, da wird es nicht klappen. Ähm, und wer dieser Mr. X, es gibt vielleicht gibt es den besseren Mr. X, dann würde ich sagen, Stallgeruch ist nicht wichtig. Nehmt den besseren Mr. X von außen. Du hast Krösche genommen, hättest du Kehl vorgezogen. Das wäre eine gute Alternative gewesen. Also, ja. Wäre eine gute du Alternative. Du darfst hier ja im gewesen. Podcast ruhig Ja sagen. Ist in Ordnung. <laughs> Wir meinen das ja auch nicht böse Sebastian Kehl gegenüber, aber ich glaube, also erstmal hat er ein schweres Erbe angetreten. Definitiv. Ja. Ist gekommen nach der, kann man darüber diskutieren, vielleicht größten Vereinslegende überhaupt nach Michael Zorg. Ewige Spieler gewesen, danach ewig Sportdirektor gewesen. Dass es das schwer werden würde, war klar. Ich fand das mit dem damals irgendwie Einarbeiten schon so ein bisschen schwierig, aber das ist, ja, es wird ja nach außen immer so gesagt, wir arbeiten den ein. Aber man kann auch nach einer Einarbeitungszeit merken, dass das nicht passt. Ja. Kann man theoretisch auch nicht immer jemanden, den man einarbeitet, kann man dann diese Rolle geben. So, jetzt gibt es diese Umstrukturierung, weil halt Watzke dann zurücktritt und das nicht mehr macht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was glaubst du, wann wird es denn eine Entscheidung geben? Wann wird der BVB irgendwas vermelden? Weil wir haben jetzt. Bald Ostern, der April fängt an, dann haben wir noch anderthalb Monate in der Saison und dann ist die Saison vorbei. Ich glaube, das, glaub das dauert nicht mehr lange. Es kann schon in ein, zwei Wochen passieren, weil ähm, wenn man Misslind hat jetzt verpflichtet, wir haben es gerade angesprochen schon, dann musst du definitiv sagen, was passiert in der nächsten Saison mit Sebastian Kehl. Weil du kannst ja jetzt nicht Misslind hat als Sportdirektor dazu holen und hast noch einen Sportdirektor, sagst aber nicht, was in der kommenden Saison mit dem passiert. Es muss ja der Kader geplant werden. Also man Sollte muss erst man die Personalie Sollte ja. Man, man muss erst die Personalie Kehl für die nächste Saison bekannt geben und dann sagen, dass man Miss Lintat dazu holt. Du merkst, ich bin ja. nicht zu einem. Du bist nicht überzeugt. Umso, nee, ich, ich würde mir wünschen, dass man jetzt relativ schnell dafür sorgt, dass das zumindest bei der Personalie hat Klarheit herrscht. Dass man sagt, pass mal auf der kommt jetzt zur neuen spielzeit. das ist unser mann für diese position. und dann muss man sehen, also, ja, dass man dann auch, was den sportvorstand angeht, nicht erst am 1. juli mit der meldung kommt. das wäre mir deutlich zu spät. nein, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ja. nein. also, es wird die kombi miss ne? ist. ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es kommt. Mhm. Ich merke, du bist noch etwas zurückhaltend hier, diplomatisch, ja? Ja, 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 ja. ja weil du sagst, du könntest also, dir du vorstellen, dass aber nur geben. Natürlich mit Kehl ist Chef von Miss ja, ja. Den umgekehrten Fall, den wird es glaube ich nicht geben. Ist das nicht eh besser, dass Lintat Sportdirektor ist als Sportvorstand, weil da ist er noch mehr im operativen Geschäft? Das ist definitiv, ja, besser. Das, glaub ich, ja, glaube ich eh, dass das, das der bessere Weg ja. ist. Bevor wir zu den Hörerfragen kommen, sprechen wir natürlich noch über das. Was uns da am kommenden Wochenende erwartet. <laughs> ich war ja letztes Jahr dort im Stadion und habe mir das angesehen. Und ich sag mal so, die ersten Minuten waren gar nicht so schlecht von Borussia Dortmund. Und dann tritt Gregor Kobel über den Ball, weil eine Armada von Maulwürfen sich verbündet hatte mit... Da heißt er Upamecano, mhm. ja. Und ihm einen Streich gespielt hat. Und ja, gut. Der Rest ist bekannt. Man ging mal wieder unter. Am Ende war das Ergebnis mit 2 zu 4 ja fast schon noch in das Ordnung. Noch, das klang noch gut. <laughs> ja, es ich das was das BVB zwei Toren in München verlieren. Mhm. Ja. So, jetzt am Wochenende habe ich mich dazu entschlossen, obwohl ich sonntags in München arbeite, am Samstag nicht in München ins Stadion zu gehen. Weil du diesmal nicht an die zwei Tore des BVB glaubst? Ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt an vier Tore der Bayern glaube. Vielleicht sind die gar nicht in so einer guten Form, wie die letzten zwei, drei Spiele das suggerieren. Weiß ich gar nicht, ob das so extrem ist. Ich habe mir gedacht... Bevor ich mich ärgere, ich finde das Stadion auch scheiße irgendwie. Es gefällt mir einfach nicht. Das weiß ich nicht. Ich, die ganze da gefällt mir einfach nicht. So. Ich glaube, dass die Chancen, so verrückt das jetzt klingen mag, selten besser waren, da was mitzunehmen. Zumindest mal ein Punkt. Warum? Weil doch aktuell niemand was erwartet. Alle gehen davon aus, dass Borussia Dortmund dieses Spiel verliert. Ganz anders als in der letzten Spielzeit. Aber es gibt ja einen Grund, warum die Leute nichts erwarten. Ja, das ne, ist Den Grund äh, gibt es natürlich. Die erwarten natürlich wenig, weil die Mannschaft punktemäßig performt, aber vom spielerischen her natürlich nicht. Und deswegen erwartet da er niemand. Also da muss man schon, glaube ich, eine Menge, Menge Fantasie haben, dass man wirklich daran glaubt, dass der BVB da irgendwas mitnimmt am Wochenende, obwohl der Bayern natürlich, obwohl Bayern nicht gut gestartet ist, auch in diesem Jahr. Es ist ja verrückt der BVB hat in diesem Jahr mehr Punkte geholt bisher als die Bayern. Und die Bayern sogar einmal mehr gespielt, weil das Nachholspiel gegen Union zählt auch noch dazu. Da haben die 2024 22 Punkte geholt in elf Spielen und der BVB 23 in 10 Spielen. <laughs> ja, das ist so. Sie haben einen das Punkt mehr und eins, das, das glaubt man einfach nicht. Es ist aber so. Trotzdem kann ich schwer daran glauben, dass der BVB da was holt am Wochenende. Warum bist du so pessimistisch? Weil ich finde... Es spielerisch einfach nicht reichen wird. Die Bayern sind, ich finde, sie sind wieder im Kommen. Dieses Selbstverständnis, Spiele locker hoch zu gewinnen, ist seit ein paar Wochen wieder da. Es läuft wieder gut bei den Bayern. Auch spielerisch, so ein bisschen seitdem Tuchel klar ist, dass er wieder gehen muss. Ich weiß nicht, ob sie dann Befreiter aufspielen oder die Spieler sich mehr freuen und jetzt zeigen wir wieder, was wir können. Ich glaube, dass. Das Bayern-Team noch mal auch durch dieses Länderspiel jetzt durch die ganzen Spieler wie Musiala, Kimmich, die kommen auch noch mit diesen Erfolgserlebnissen und so eine Erfolgswelle Nationalmannschaft kommen ja, sie Entschuldigung, auch. Entschuldigung, Niklas rein? kommt mit einem Tor Siegtor gegen die Niederlande zu zweimal eingewechselt. Zweimal eingewechselt. Nur meinst du, der ist glücklich darüber? Der muss glücklich sein, dass er Nationalspieler ist. Du der hat Elf Tore, Tore böse. 15 Spielen geschossen für Deutschland. Ja, ja. das ist ja so eine solide Oder meinst Vorteil. du glücklich, weil er Dortmunder ist? Nein, glücklich, <laughs> dass, dass er als Dortmund nein, trotzdem nein, kommen nein, durfte. Nein. Ich finde, dass Niklas Füllkrug Limits hat. Definitiv. Und ich glaube, vor zehn Jahren wäre er nie im Leben Nationalspieler geworden. Nein, also nie im Leben. Nee, also klar, das war natürlich die Weltmeistergeneration, müssen wir auch dazu sagen, ja, mit einem Miroslav Klose und mhm. so weiter. Aber ich glaube, er hätte vor zehn Jahren keine Chance gehabt, Nationalspieler nein. zu werden. Aber diese Neuner von damals, die gibt es heute nicht mehr diese richtigen Neuner vorne drin. Havertz hatte ja zweimal gespielt, ist ja auch kein Neuner, ist kein richtiger Stürmer. Ja, aber für also mich war es die richtige Entscheidung, dass er spielt, weil er einfach bei den Geg gegen Frankreich, Niederlande spielerisch starke Mannschaften, du hast dann Havertz gehabt, du hast Wirtz gehabt, äh, Gündogan gehabt, Jamal Musiala gehabt, da hast du einfach eine spielerische Achse gehabt, das sah schon richtig gut aus, fand ich. Gegen Frankreich noch besser als gegen die Niederlande, aber da sah es auch zwischenzeitlich gut aus. Ich finde, da hätte ein Füllkrug gar nicht reingepasst. Da müssen wir mal kurz wegkommen von dem Spiel gegen die Bayern. Hast du gehört, dass Nagelsmann gesagt hat, er wird keine fünf bis zehn Spieler mehr wechseln bis zur EM und auch keine vier bis fünf oder so, sondern eher nur ein bis zwei? Ein bis zwei. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage und bei Dortmund sehen sie wahrscheinlich jetzt gerade ein bis zwei für alle deutschen Spieler. Also vielleicht schafft es noch einer. Also, er kann damit ja nur Spieler meinen wie A, Goretzka und B, die Dortmunder. Ja, das sind die, die er jetzt nicht mitgenommen hat. Ja, ich sehe aber auch. Ah, Sané war natürlich nicht mit dabei. der war ja. der ja der der definitiv einen Platz. Ja, kriegen. ja, der wird, der einen wird Platz der kriegen, aber. Aber wenn das schon einer der zwei ist, dann wird es für die BVB-Spieler. wichtig... war jetzt im Kader? War auch nicht im Kader. Dann wird es für die BVB-Spieler äußerst eng. Aber wen würdest du auch nehmen? Aktuell, wenn du die beiden Spiele jetzt gesehen hast. Welchen BVB-Spieler hast du vermisst? Ja, vermisst habe ich keinen Spieler. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, dass insgesamt in der Teamhierarchie in Mats Hummels der Mannschaft sicherlich nicht schlecht tun würde, mhm. weil den kannst du theoretisch immer bringen, wenn ein anderer Spieler vielleicht mal gelb gesperrt ist im Verlauf des Turniers. Du nicht so weißt, du kannst dich total auf den verlassen. Das ist in Ordnung. Bei allen anderen tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Hummels sehe ich auch, aber da hat er sich ja eigentlich festgelegt bei der Nominierung, als er gesagt hat: Ich sehe Hummels nicht als Backup innerhalb des Teams. Und die beiden Plätze in der ersten Elf mit äh, Thar und Rüdiger sind vergeben und deswegen setzt er nicht auf Hummels. Das hat mich ein bisschen gewundert, diese Aussage. Erst hat er ihn wieder gehypt, hat ihn zurückgeholt. Und jetzt sagt er, es ist kein Backup und aus meiner Sicht kann Mats Hummels ein Backup sein. Er war jetzt auch beim BVB viel auf der Bank. Ich finde, das ist eine Rolle, die er ja. super angenommen hat, weil wir ja immer verglichen haben, wie hat Marco Reus die Rolle angenommen, von der mhm. Bank zu kommen und wie war das bei Mats Hummels und da war Hummels ganz anders, hat sich, finde ich, deutlich teamtauglicher präsentiert. Er ist ja auch der kommunikativere von beiden, der auch so einem Team helfen kann in schwierigen Situationen, den jungen Spielern mit ihnen reden, viel erlebt und er Mats Hummels redet ja auch gerne und ich glaube schon, dass er so ein Team auch von der Bank aus helfen könnte. Und deswegen habe ich das bei Julian Nagelsmann nicht verstanden, warum er ihn nicht als Backup sieht, weil ich kann mir keinen besseren Backup als Mats Hummels vorstellen. Sowohl sportlich kommt er rein, bringt er wieder gute Leistungen, sich einer verletzt wie beim BVB die letzten beiden Spiele, hat er gut gespielt und ähm, sitzt auf der Bank, ist er trotzdem menschlich noch eine Hilfe für seine Kollegen. Ja, wir sind ein bisschen weggekommen von dem Bayern-Spiel. Es Tut uns leid. Hm. Nicht. <laughs> Nein. Also, das sagt natürlich auch ein bisschen was aus, weil wir über die Qualität der einzelnen Spieler gesprochen haben. Es war die Idee von Borussia Dortmund, wieder mehr deutsche Nationalspieler zu ja. haben. Jetzt haben sie neun potenzielle deutsche Nationalspieler und einer war bei der Nationalmannschaft mit Niklas Füllkrug und der wurde beide Male eingewechselt. Ja. Sagt natürlich am Ende auch was über die aktuelle Form aus, weil wären diese Spieler in Form? Ich nenne mal Niklas Süle, ich nenne Julian Brandt. Also, das sind ja Spieler, die das Potenzial haben in dieser Mannschaft mit dabei zu sein. Ich glaube, dass vom Potenzial nicht so viele Abwehrspieler besser sind als Niklas Süle oder so viele Mittelfeldspieler besser sind als Julian Brandt, wobei das deutsche Mittelfeld schon gut besetzt ist, ja, finde ich insgesamt. Definitiv. Also, da sind viele gute Spieler mit dabei, aber lass uns zurückkommen zu dem Spiel gegen die Bayern. Und da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, gab jetzt Spekulationen. Harry Kane hatte sich ja verletzt, ist dann trotzdem zur Nationalmannschaft gereist, hat nicht gespielt. Manuel Neuer, ja, das gleiche Ding. So. Da frage ich mich jetzt: ähm, ist es wie immer, ist es wie früher? Ein Schweinsteiger ist ja früher ganz oft gar nicht zur Nationalmannschaft mhm. gereist, einfach war er keinen Bock hatte, so gefühlt zumindest. Das brauche ich nicht mitmachen. Finde ich übrigens, ja. Habe ich kein Verständnis für, entweder du bist Nationalspieler oder du bist nicht Nationalspieler. Aber es wäre ja Achtung der Klassiker, wenn Beide die spielen. jetzt am Samstag spielen. <laughs> die werden spielen oder nicht? Ich glaube Neuer nicht. Naja. Ah, so so wie es die Kollegen aus München geschrieben hat, sieht es echt nicht so gut aus, dass er spielt. Harry Kane hat Dienstag schon wieder individuell trainiert. Also bei Kane kann ich es mir gut vorstellen, dass er wieder dabei ist. Bei Neuer kann ich es mir nicht vorstellen. Es verändert sich schon was im Spiel von Bayern München, wenn Manuel Neuer nicht spielt. Ja klar, die Ausstrahlung von hinten und die Hilfe und er ist echt wieder gut in Form. Spielaufbau, er ja. ist unfassbar präzise, was ja. diese langen Bälle angeht. In Bedrängnis auch ist ja auch ein Grund, warum er das Spiel vielleicht revolutioniert hat international hm. kann man schon so sagen. Früher gab es mal einen Edwin der sar der konnte das aber ja. auch nur mit dem rechten Fuß. Und was der mit dem linken Fuß auch teilweise macht, Manuel Neuer, ist natürlich phänomenal gut. Sicherlich nicht auf dem Niveau von vor zehn Jahren, ist auch alles in Ordnung, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber da finde ich schon, dass man immer noch sieht, dass er das Spiel der Bayern als Torhüter massiv beeinflusst mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen kann. Deswegen ist das vielleicht so ein Punkt, wo Borussia Dortmund vielleicht mal was riskieren könnte, taktisch. Erstmal muss ich dir zustimmen, dass er das Spiel mit diktiert. Also, er, macht, er bestimmt ja auch das Tempo von hinten. Spielt er nach außen raus oder macht er seine Abwürfe 60 Meter und leitet Kontern? Also, er beeinflusst als Torwart extrem ein Spiel. Und er kann es auch sehr, sehr gut lesen. Es hieß ja auch immer, er wäre wär Spieler geworden, also Feldspieler. Wäre definitiv auch in der Bundesliga gelandet, haben ja viele immer gesagt, auch seine Ex-Trainer. Ähm, soll der BVB etwas riskieren in München? Also Du kannst ja eh nicht abwarten. Also der BVB, es ist ja eine ganz neue Situation auch für den BVB. Du hast zum einen im Hinterkopf, du hast zehnmal hintereinander in der Bundesliga gegen Bayern nicht gewonnen. In den vergangenen Jahren ging es dann darum, holen wir was. Der große Druck war jetzt nicht so da. Zweiter wirst du auf jeden Fall. Dein Minimalziel erreichst du mit Champions League. Aber diesmal fährst du dahin und musst im Hinterkopf ja haben, ja, wenn wir verlieren. Leipzig uns überholt und wir haben das viel viel schwerere Restprogramm als die Leipziger und dann hast du ein Problem beim BVB, also du musst dahin fahren und was mitnehmen. Das heißt, du musst nach vorne spielen. Zum Glück empfinde ich Leipzig als nicht so unendlich stabil, dass es nicht trotzdem reichen könnte, aber kommen wir noch mal auf diese Torter Situation zu sprechen vielleicht mal höher pressen. Ja, dann ist das Risiko, dass man von den Bayern ausgekontert wird, aber dich die ganze Zeit hinten reinstellen kannst du auch nicht. Das kannst du nicht die ganze Zeit. Ja, das ist super schwer. Presst du nur, stehst du nur hoch, dann haben die Musiala, die haben Sané, also dann wird es, wenn Kane noch spielt, dann wird es richtig schwierig. Aber du musst definitiv etwas riskieren. Ich erinnere mich noch an ein Spiel BVB in Paris damals mit Fünferkette, nur hinten drin stehen und zu warten, wenn du nochmal so agierst, jetzt auch bei den dann dann kriegst du da ein Problem und holst definitiv keine Punkte. Ich habe die Befürchtung, dass es so ein klassisches Terzic stellt sie alle hinten reinspielen wird. Müssen wir das ein bisschen befürchten, weil er generell ein Trainer ist, der Risiko sehr meidet. Der generell sagt, pass auf, dann lieber sogar noch eine Fünferkette. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass wir keine Tore kassieren, aber das ist aus meiner Sicht in München einfach unrealistisch. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass er vielleicht ein bisschen offensiver agiert. Ich glaube, man wird es bei der Aufstellung ja auch schnell erkennen dann bei ihm. Also wer spielt neben Chan spielt dann Ötschan, dann weiß man natürlich, es wird wieder sehr sehr defensiv. Zuletzt war es ja dann Brandt, der noch mit im Zentrum gespielt hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht mal auf Metscher setzt. Hm. Der hat ja jetzt auch wieder ja. trainieren können. Ich, Defensiv, glaube ich, stärker als ein Brand oder Reus, die im Zentrum stehen, und ähm, ist spielerisch auch gut. Also, ich, wenn er den bringt, Matcher, den würde ich mir wünschen. Wenn er fit ist, wenn er wieder über 60, 70 Minuten gehen kann, hat natürlich lange gefehlt, hatte jetzt die Pause. Also, ähm, wenn er den bringt, wäre das für mich ein Zeichen, wir fahren dahin, wir sind selbstbewusst und wollen was holen. Bringt dann Ötschern, ist es ein Zeichen für mich, okay, wir machen erstmal wieder hinten dicht, wollen viele Zweikämpfe gewinnen und gucken mal, was nach vorne passiert. 80 Prozent Chance, dass Öztern von Anfang an spielt. Sagst du? Ja. Terzic geht doch immer den sicheren Weg. Hast du mal eine mutige, also eine richtig mutige Aufstellung von Edin Terzic irgendwie, so im Kopf in einem Spiel, wo du sagst, ja, da war er unfassbar mutig, da hat er. Da hat er vorne einen Stoßstürmer drin gehabt, dahinter drei Offensive und noch Julian Brandt beispielsweise. Kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Gegen Frankfurt? Ja, gegen Frankfurt. <laughs> Zu Hause. <laughs> ja, haben sie zuletzt, also auswärts, eher selten. Und das lag auch daran, dass Sabitzer gesperrt war. Sonst hätte Sabitzer genau. gespielt. Und er fehlt auch am Wochenende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er Brandt auf der Acht spielen lässt und Schahn auf der Sechs in München. Das macht er nicht. Ich sag Etchan oder Matcher. Hm. Ja, Matcher ist schon eine gute Variante. Der wenn er, noch er den noch mal viertest, das wissen Zeit. wir natürlich jetzt ja, nicht, zwei, ne? zwei Wochen Zeit, hatte seine ersten Kurzansätze, letzte, zuletzt 25 Minuten schon gespielt, kam in der 65. Das, wenn er auf den Hälter ja fiel, ähm, war ja sein Wunschspieler vor der Saison. Da könnte ich mir vorstellen, dass er es vielleicht schafft, in die erste Elf zu kommen. Wäre zumindest ein Zeichen, dass man nach vorne spielen will und Punkte holen will. Wie geht's aus? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich Dortmund ein Tor gebe. Ach, das, das, war, das, war, das, Boah, ja. das war mein Gedanke. Ich glaube 3-1 für die Bayern. 3-1 für die Bayern. 3, für die, 3 Bayern. für die Bayern. Ja, dann sagen hinterher aber auch wieder alle, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Aber da muss man gucken, wie Dortmund dagegen gehalten hat. Das ist, das ist ja dieses Trügerische gerade bei Dortmund. Und wenn man wirklich nur auf die Punkte und die Ausbeute guckt, dann würdest du ja gar nicht motzen. Dann hast du in diesem Jahr sieben Siege, zwei Unschieden und eine Niederlage. Das hört sich doch erstmal richtig gut an. Also wenn du jetzt in Spanien sitzt und guckst dir nur die Statistiken an, das BVB, dann würdest du sagen, hey, ist eine super Truppe. Zweitbestes Team in diesem Jahr in Deutschland. Nur Leverkusen, die. Spielen gerade für sich alleine da so ein bisschen in der Liga. Die stehen im Viertelfinale der Champions League gegen Eindhoven weitergekommen. Mehr Punkte als die Bayern geholt, mehr Punkte als Stuttgart in diesem Jahr geholt, die jetzt hochgejubelt werden, auf Platz drei stehen. Dann sagt der Spanier, hey, Dortmund hat eine Top-Truppe. Wir sagen, sie haben viele Punkte geholt, aber sportlich sieht es nicht gut aus. Deswegen hat Terzic ja auch in dieser Woche ähm, im Kicker-Interview ja auch gesagt, äh, Kritik ist ja berechtigt, aber ob die so sein muss, wie sie aktuell ist, das weiß er nicht. Er sieht wahrscheinlich die ganzen Punkte. Ja, und das ist das Schönreden. Das ist das Schönreden, ja. was wir auch gehört haben von Sebastian Kehl nach dem Spiel in Heidenheim. Und das ist das, wo, glaube ich, die ganzen Leute ihre Schwierigkeiten mit haben. So, jetzt pass auf. Premiere für dich natürlich auch, was die Hörerfragen angeht. Oh. Bist du bereit? Ja? Ohne Glatteis bitte. Ich probiere es und habe direkt eine fantastische Frage für dich vorbereitet. Schreibt ihr nach dem baldigen Verlust von Platz 4 und dem immer größer werdenden Rückstand auf diesen, dass es ein Fehler war, Terzic im Winter nicht entlassen zu haben? Nein, schreiben wir nicht, weil wir haben es ja auch nach dem Winter nicht geschrieben. Also in meinem Anschluss rückblickend ein halbes Jahr später zu sagen, ähm, es war ein Fehler. Dann hätten wir es genau so aufschreiben müssen, als sie gesagt haben, wir machen mit ihm weiter. Es war dann wahrscheinlich war es ein Fehler am Ende, aber ähm, wie wir jetzt auch gehört haben, haben beide sehr gewackelt im Winter, sowohl Kehl als auch Tersic. Es war alles gar nicht so klar, dass sie ins neue Jahr mit reingehen. Ähm, man konnte es sehen, oder wenn sie wirklich. Es war abzusehen, wenn sie den Platz vier nicht schaffen, war es abzusehen. Das kann man definitiv sagen, dass das abzusehen war. Aber ähm, der Verein hat ihm das zugetraut, nochmal so eine Rückrunde zu spielen. Punkte bisher sind okay. Ich glaube, das ist diese schwierige Phase gerade so aktuell. Die Punkte sind absolut okay, aber jetzt kommen die wichtigen Spiele, die gegen Bayern, Stuttgart. Dann kommen noch die Champions-League-Spiele. Es kommt noch Leverkusen, Leipzig. Also Danach wird man wirklich sehen. Gladbach auswärts ist für den BVB in den letzten Jahren nie ein Selbstläufer gewesen. Aber die erwähnt man schon gar nicht, wenn man diese anderen Teams noch alle sieht. Yeah, ja, die und dabei das sind, ist ein die erwähnt Spiel. man schon gar nicht mehr. Und äh, dann wird man es wirklich sehen, ob es die richtige oder falsche Entscheidung war. Aber wenn man am Ende Dritter oder Vierter wird... Was trotzdem keine gute Saison für den BVB weil man ja mit ganz anderen Ansprüchen nach der Vergangenheit in eine neue Saison gegangen ist. Man wollte wieder oben angreifen, wieder Meister werden. Und wenn ihr am Ende drei Punkte oder zwei vor Leipzig stehen, dann ist das finanziell gut für den Verein. Aber es soll dann keiner groß jubeln und sagen, wir haben eine tolle Saison gespielt. Für den BVB Vierter zu werden ist keine tolle Saison. Jetzt pass auf. Ja, ja, ja. Ich hau jetzt mal einen raus und sage. Der BVB holt in den Spielen gegen Stuttgart, Leverkusen und in Leipzig sieben Punkte. Du bist ein guter Optimist. Sieben ist vier. Stuttgart zu Hause kann ich mir gut vorstellen, dass sie gewinnen. 50 Jahre Stadion. Das Spiel werden sie auf jeden Fall gewinnen. Ich sage vier. Unentschieden zu Hause gegen Leverkusen und Niederlage in Leipzig? Ich glaube ja. Nicht umgekehrt? Nein. Das wäre natürlich sehr bitter. Das wäre richtig, Peter, wenn du in Leipzig verlierst. Aber ich finde Leipzig zuletzt wieder richtig stark. Ich habe auch dieses Spiel gegen Real Madrid im Hinterkopf, was diese Mannschaft wirklich leisten kann, wenn sie auf dem Punkt da ist. Das ist richtig. Das Problem das ist. Das rufen die nicht jede Woche. Ja, an, aber sie sind können überhaupt das. nicht konstant. Ja, aber das war spielerisch. Ja, ja. Man hat Spiele, Wie aber stark sie spielerisch sind. Wir, wir diskutieren die ganze Zeit darüber. Der BVB spielt nicht gut, aber sie haben die meisten Punkte in diesem Jahr geholt. Außer Leverkusen. Außer die zählen ja? nicht. So. Die, die zählen schon nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. So. Leipzig spielt super in Madrid, scheidet aber aus. Der nackte Fakt sagt: raus im Achtelfinale. BVB nach 30 super Minuten im Rückspiel <laughs> gegen Eindhoven und sonst auch eher so Larifari. Ist im Viertelfinale. Spielt jetzt gegen Atletico Madrid. Ja. Können ins Halbfinale kommen. Spielen dann gegen den Sieger aus Barcelona gegen Paris. Paris haben sie schon gezeigt, dass sie die ärgern können. Ja, dass sie die ärgern können. <laughs> und vielleicht dann auch in, in einem Duell, in einem Halbfinale schlagen können. Barcelona ist jetzt auch nicht aus dieser Zeit von früher total überlegen. Also auch theoretisch machbar. Soweit will ich aber gar nicht denken. Aber der Fakt sagt: Leipzig raus. Leipzig ist im Pokal auch raus, in der Liga hinter Dahinter. Borussia Dortmund. Ich verstehe deinen Punkt komplett. Aber ich sehe da irgendwie rein spielerisch mehr Potenzial. Also dieses Jetzt, Spiel klar. gegen Madrid hat mir gezeigt, das, das kann Leipzig leisten, wenn die wirklich on top da sind. Hast du ein ähnliches Spiel beim BVB im Hinterkopf? Und Nein. Sagst, wenn die das Spiel jede Woche zeigen. Nee. Hast du das im Hinterkopf? Nein, auf gar keinen Fall. Da hm. reden wir schon lange genug drüber, ja. dass wir uns fragen, wann das das letzte Mal wirklich der Fall war. Ja. Das ist schon lange her. Und das ist nicht in dieser Saison der Fall gewesen. Da freut man sich über 35 gute Minuten gegen Eindhoven. Die waren richtig gut. Hast du jetzt auf 35 erhöht von 30 schon? Habe ich den geschenkt. Fünf ja, Minuten habe okay. ich geschenkt. Die Nachspielzeit. Die Na also da, darüber freut man sich schon. Das, das war aber auch richtig gut. Aber da gab es auch noch andere 60 Minuten dann in dem Spiel. Oh, tolle Frage von Markus. Ich kann das Gequatsche von den Top-Talenten nicht mehr hören. Wenn sie im Training so gut wären, dann würden sie auch in Pflichtspielen eingesetzt werden. Wie seht ihr das? Natürlich genauso. Es ist ja, ähm, man muss sich auch fragen, warum holt man Sancho, wenn man Gittens hat? Wahrscheinlich, weil der nicht gut performt hat, Gittens. Also, es liegt ja an den Jungs auch selbst. Und sie haben nicht gut performt in den Spielen, in denen sie da waren. Ähm, und deswegen musste der BVB ja handeln. Und ähm, es liegt an den Jungs natürlich auch selbst. Wenn Gittens im Training so überzeugen würde und in den Spielen, dann hätten sie keinen Sancho geholt. Ja, ich habe ja eben was dazu gesagt. Bei einem hm. Gittens nicht effizient. Ja. So, sicherlich tolle Anlagen. Top Talente Coach Otto Addo. Ist das eine Position, die man im Verein braucht, ohne jetzt irgendwie zu bewerten, welche Arbeit er geleistet hat? Also die Idee, die dahinter steckt, ergibt schon Sinn aus meiner Sicht. Er kümmert sich ja auch um die richtig guten Talente aus der U19 und U17, von denen man sich erhofft, ja dass sie oben ankommen, kann auch persönlich mit denen was machen. Alleine Aber die haben doch... In der U17 Trainer, die haben in der U19 Mark Thulberg, die haben in der U23 Jan Zimmermann. Ist doch, wie viele Leute willst du noch in deinem Staff haben? Wie gesagt, ohne zu bewerten, wie Otto Addo gearbeitet hat. Will auch nicht sagen, dass der schlechte Arbeit gemacht hat. Das spielt für mich gar keine Rolle. Aber brauchst du unbedingt noch einen sogenannten Top-Talente-Coach? Warum brauchst du ihn nicht? Wie, wie, wieso kann man zu viele Leute haben? Wenn du ja sie mussten auch alle hast, irgendwie bezahlt werden Kurs, ja, ja das schafft der bvb noch ja das schafft die der Leute bvb noch ja aber wenn wenn so ein Otto -Ado, ein top talente trainer dir noch mal hilft irgendwie zwei drei Prozent aus diesen Spielern rauszuholen dass sie wirklich oben ankommen dann ich hat sich Freund das schon von gelohnt intrinsischer Motivation ja weil ich glaube dass wenn du als Talent noch mal so einen extra Coach brauchst dann bist du eh nicht gut genug ich erwarte von Spielern, dass sie so viel Motivation und Ehrgeiz mitbringen, wenn sie ganz nach oben kommen wollen, dass sie den Extramann da an der Seitenlinie oder in persönlichen Gesprächen nicht nötig haben. Die haben eh schon ein Umfeld, Berater, andere Leute im Verein und so weiter und so fort. Es gibt doch auch einen Sportdirektor zum Beispiel bei den Profis, mit dem man als junges Talent vielleicht auch mal sprechen kann. Mike Tulbeck, der war schon hier mehrfach bei uns zu Gast. Überragend der Typ überragender Typ. Also der wird sich auch für jedes Talent da definitiv Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob du da extra noch ein Hat Top er denn immer die Zeit brauchst. dafür? So, so, ich glaube, so ein Mokoko hat auch noch einen eigenen ähm, Fitnesstrainer, mit dem er noch trainiert, nebenher, neben den Profis. Ja, Fitnesstrainer, okay. Ist, pff, ja, aber der Zusatzeinheiten... Der braucht natürlich auch noch ein paar Muckis. Ein paar Muckis? Ja, <laughs> ja, ja Wortspielung. Ja. Mucki, der kam einfach oh, so. Der ja, steht ja nicht auf deinem Zettel. Nein, hier stehen nur Zeiten. Das stimmt. Hier stehen nur Zeiten. Schön, so eine Debatte. Hier gibt es übrigens einige erstmal, vielen Dank dafür, die dir eine gelungene Premiere hier wünschen. Ja, danke. Bedeutet das, dass du in Zukunft dann regelmäßig hier Platz nehmen wirst? Du bist ja gar nicht so oft im Stadion. Wie oft warst du in dieser Saison im Stadion? Du warst in Paris, ne? In Paris, warst. Da hat ich der BVB verloren. Aber ich war auch gegen Union Berlin da. Das kannst du mir jetzt nicht ja, an okay. andichten hier. Das waren die beiden Spiele. In der Vorbereitung mal gegen Ajax war ich im Stadion. Ich glaube, das war es. Das war's zählt schon. nicht. Das zählt nicht. Das war es. In Leipzig bin ich. Am 27. April. Okay, ich ändere den Fakt, weil äh, die Statistik ist immer nur so richtig, wie man sie sich selber schönt. Immer wenn du auswärts im Stadion gewesen Dann. bist in dieser Saison, hat der BVB verloren. Nein, das ist ja falsch. Ja, du warst ich war bei in, in Berlin. Berlin. Ich war ah, in, in Berlin, Berlin. War ich beim 2-0. Das stimmt nicht. Eigentlich müsste es ja dann einen Unschienen geben. Ich habe einen Sieg von Paris, einen Sieg von Dortmund gesehen. Unschienen fehlt mir noch auswärts. Ich überlege mir noch eine Statistik, die passt. Ja, aber nicht ja? der eine? So. <laughs> Hier wird gefragt nach deiner BVB Vita. Besondere Momente, die du mit dem BVB verbindest. Auf was blickst du zurück und was macht der BVB für dich aus? Willkommen im Podcast. Ich habe das vorher natürlich gelesen. Ah. Gebe ich natürlich offen zu. Und meiner Jugend bin ich immer zum BVB gegangen. Und ich habe gerade das schon dem Kollegen erzählt, wie verrückt die Zeiten früher noch waren. So Ende der 80er, da war ich C-Jugendfußballer, c jugend Sonderklasse in Wambel. Richtig schöner Amateursport. Und dann sind wir nach den Spielen direkt zum Stadion gefahren. Und waren zur zweiten Halbzeit da, weil wir wussten, da kann man umsonst noch rein. Diese Zeit muss man nicht Man durfte früher zur zweiten Halbzeit, wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, durfte man umsonst einfach rein. Das kann man sich heute gar nicht mehr nee. vorstellen. Jetzt fühle ich mich aber gerade irgendwie wie Opa erzählt von damals. Also, ich meine, die 80, deine geliebten 80er. <lacht> 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 ähm, ich war viel beim BVB als Jugendlicher und äh, viele Spiele gesehen, auch auswärts gesehen. Ähm, war dann auch irgendwann hier BVB-Reporter zur Kloppzeit. Da kann ich mich noch erinnern zum Beispiel, an, als Boateng im Trainingslager ankam. Oh, der hatte, hatte richtig Ausstrahlung. Der kam da und du wusstest, da steht Boateng. Das hast du direkt gemerkt, der ist da. Es wurde nicht so, vielleicht wurde es ein bisschen kälter oder so, aber der hatte richtige Ausstrahlung, als er mal bei ankam. Das war noch was anderes. Jetzt kann man ja. auch über den als Charakter streiten, aber er hat sich ja zum Beispiel auch von seinem Bruder losgesagt. Ne? Die haben wohl anscheinend keinen Kontakt mehr. Ja, ja. Also bei, ja. Er spricht für den Prinz. Ja. Ein Paradiesvogel? Passt das? Ich mochte ihn, ich bin ehrlich. Ja, ich Ich glaube, Oli Kram wird sagen, dass ein Typ mit kochron oder? Ja. Das ja, ist ja, er ja definitiv Boateng ja, 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 ja. und. Wenn man noch, ach boah, denkt, was die Geschichte, Rathaus, Frankfurt, wo er seinen Kollegen gelobt hat, gesungen hat. Ja, Bruder. Brudi, ja, ja. spiel den Ball lang. Ja, das war ein richtig guter Typ. Ja, das stimmt. Auch Sehr wenn speziell. er seine Fehler hatten, aber Michael ja. Jackson. Wir haben vorhin über Michael Jackson geredet, als, glaube ich, AC Mailand damals einen Titel gewonnen hat mit ihm. Dann hat er im kompletten Stadion am letzten Spieler sich verkleidet und hat Michael Jackson getanzt. Ja, 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 Dann ja, ja, zurück ja, ja, wieder ja, mal ja. zur zu Musik. Er spricht übrigens sehr gut Italienisch. Hm. Ja. Hat er nicht eine italienische Frau gehabt? Ja, 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 ich meine. Oder hat noch. Ja, ich hoffe für ihn. Nein, er spricht sehr gut nicht so Italienisch gut. tatsächlich. Hm. Also von daher. Das hat dann Michael ja. Jackson gemacht. Hm. Mm. Thomas, ich wünsche dir eine erfolgreiche Premiere beim weltbesten BVB-Podcast, aber sei auf der Hut. Sascha beantwortet die von ihm gestellten Fragen zunehmend auch gerne selbst. Was soll das denn? Das verstehe ich nicht. Verstehe das ich kann ich nicht nachvollziehen. Guckst du überhaupt jeden Podcast? Fast. Wir brauchen jeden Klick, weißt du? Fast, ja? ich weiß, fast. fast. Natürlich. Ich bin immer der, der die 10.000 voll macht. <laughs> ja. ja, da kann ich mich an der Stelle ruhig mal bedanken. Wir sind äußerst zufrieden mit der Entwicklung der Hörerzahlen und Zuschauerzahlen. Es freut uns sehr, dass ihr so rege mit dabei seid. Hier kommt eine Frage zur Situation der Toyota. Wie groß ist das Risiko einer großen Rotation nach der Saison, falls Lotka weg will, Meier irgendwo die Eins werden kann und dann ein Hochkaräter für Kobel anklopft? Froh Ostern, ja. ja die auch, Sven. das ja. ist natürlich spekulativ. Also das Meier wird bleiben. Meier wird bleiben. Mit Gehaltserhöhung, definitiv. Der weiß, ja. was er an Dortmund hat, wird gut verdienen, spielt ja häufig. Es gibt, glaube ich, keinen zweiten Keeper, der häufiger spielt. Und er wird, ich behaupte mal, ich weiß nicht, wie viel er jetzt bekommt, aber das Zwei- bis Dreifache auf jeden Fall bekommen. Meinst du so viel nochmal? Ich glaube ja. Vielleicht nicht das Dreifache, aber das Doppelte schon, weil er ist in einer sehr guten Verhandlungsposition. Klar, er ist ja keine Nummer zwei bei der Verletztenliste von Kobel. Da kann man dann von 1B vielleicht sogar sprechen. Und ähm, Kobel ist natürlich die klare Nummer 1 beim BVB, ist er fit, ist er der überragende Keeper hier im Club. Aber er fällt halt immer wieder mal aus. Und dann hast du da Meier und er bringt dann immer Leistung. Und sowas findest du nicht häufig. Und deswegen muss der BVB, glaube ich, viel dafür tun, dass er bleibt. Wenn Sascha noch einmal Jürgen Röber in die Saison 2000 packt, werde <laughs> ich bekloppt. Wer erinnert sich nicht an die Saison 0607 als Röber? Bert van Marwijk beerbte und mit einem legendären drei zu zwei im Westfalenstadion startete. Am Ende musste Thomas Doll die Saison beenden. In der Saison 2000, da war Skibbe Trainer, ja. richtig? Das Skibbe. So. Bernd Kraus null Punkte Bernd so ungefähr. Mhm. Ja. Sammer und Latek? definitiv am Ende. Ja. Aber das war eine Saison mit vier Trainern. Zählen denn Sammer und Latteck dann schon als zwei? Es sind ja eigentlich zwei Personen, aber. Zwei waren es, ja. haben zwar als Duo fungiert. Aber ich meine, da wären insgesamt vier gewesen. Wir werden es nie erfahren. Nein. <laughs> ich gucke es beim nächsten Mal nochmal nach. Schreibt das bitte beim nächsten Mal fürs Vorgeplänkel sehr, sehr gerne. Hm. Hat noch einer außer Jürgen Kors die Bilanzen gelesen oder wann können wir wieder Finanz- und Budgetfragen stellen? <laughs> Ab dem ähm, 8. Mai. Dann ist Jürgen wieder da. Soll ich den dann direkt einladen? Direkt einladen, natürlich. Ja, aber, dann wird Jürgen sagen, aber ich bin doch gar nicht im Thema. Ich muss erst wieder mich so ein bisschen reingroove. Das wird die Ausrede sein. Ich glaube nicht. Der ist immer im Thema. Ja? Ja, macht gerade eine schöne Fahrradtour. Wohin? Ja, oh, sind Osterferien. Das sind Osterferien, macht eine Fahrradtour. Er wollte definitiv durch Münster fahren, das hat er gesagt, hat aber nicht angerufen. Hat Sascha Straat im Windschatten des DFB auch ein Angebot von Nike bekommen? Nein. <lacht> <lacht> nee. Was sagst du eigentlich dazu? Also sagen wir mal so, die Kommunikation ist äußerst unglücklich gelaufen von Seiten des DFB. Ja, die war... Ich würde sie, 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 sie sogar stümperhaft nennen. Ja. Ich gehe da einen Schritt weiter, weil ich fand es einfach wie sie es mit dem Trikot gemacht haben. Ne? Wie Adi das es auch gemacht hat. Ähm, ich glaube mit Jung von Mats zusammen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wie sie dann schon dieses, dieses Kontravideo schon in der Hinterhand hatten, weil du so, ist da kommen schon wieder die Hater irgendwo aus der weiß weiß ich welche Ecke. Äh, Männer dürfen keinen Pink tragen, weil es dann keine Männer sind. So ein Schwachsinn. Ähm, ich finde die haben den DfB richtig menschlich und gut dastehen lassen, Adidas. Und dann kommt irgendwie eine Woche später, wir wechseln jetzt zu Nike. Die Gründe kann ich nachvollziehen. Zu 100 Prozent. Wenn das Angebot wirklich so hoch ist und doppelt so hoch wie das von Adidas, dann muss ein Verband das annehmen. Das doppeltes Gehalt, würdest du wechseln? Doppeltes? Kommt auf den Arbeitgeber an. Okay. Ich bin natürlich mit den Ruhrnachrichten fest verbunden. Okay. Ähm, aber man denkt nach, also. <laughs> das ist doppeltes Geld, also das muss man dann einfach machen als Verband, aber ich gebe dir zu 100% recht, der Zeitpunkt war kompletter Falsche. Mach. Weißt du, wer der Mediendirektor ist beim DFB? Sag's mir. Steffen Simon. WD weißt du, aus welcher Branche der kommt? WDR. Aus der Medienbranche. Ja, WDR war er vorher. Müsste er es nicht besser wissen? Eigentlich müsste er es besser wissen. Ja. Also würde ich sagen, Steffen Simon an der Stelle. Sehr schlechte Arbeit gemacht. Keine gute Arbeit gemacht. Keine Ar du bist wieder der Diplomat. Ja. Der Diplomat weißt du, weißt du, kennst woran du, der ich Pate gedacht und habe, sowas? Dann gibt's, Der Diplomat, da spielst du die Hauptrolle. Auf jeden weißt Fall. du, woran ich gerade gedacht habe? Das Schwierige in der Situation ist, wissen wir, ob es irgendein Medien gab, dass eine Presseanfrage an den DFB geschickt hat. Wir wissen, ihr nehmt Nike, dass ihr da unterschreibt. Wir schreiben das morgen, dann haben sie es vorweggenommen. Das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber sie, die Sache ist, wenn Sie wissen, was Sie für ein Trikot planen ja. für die EM, welche Kampagne ja. dahinter steht, das ist ja nicht alles erst gestern entschieden worden. Dann mache ich das doch so: diese Ausschreibung. Es gab ja eine Ausschreibung ja. tatsächlich, dass sich Ausrüster sozusagen bewerben konnten. Dann mache ich die Ausschreibung so, dass die mit der EM endet. Dann sage ich, okay. 30. Juni, ja, also kann auch mitten im Turnier sein, weil dann, das wird nicht während der EM bekannt gegeben, das ist ja gar nicht der Punkt. Dann dauert das ja immer noch ein bisschen, bis Verträge dann auch final unterschrieben sind und so weiter. Dann verlängere ich diese Frist einfach um ein halbes Jahr. Ja. Und dann sollen die mir nicht was von Vorlaufzeit erzählen, weil zwei Jahre ist ja dann ab 2027. Ja. Zweieinhalb Jahre Vorlaufzeit reicht, glaube ich, immer noch aus. Das glaube ich, die. Frauen EM oder WM in Deutschland? 2027. Ist das so, ja? ja ich glaube ja. Gut, da ist natürlich Nike als. Aber die Diskussion hinterher, so. auch von der Politik her, das fand ich echt super. Ja gut, dann, schwierig. Dann, dann müssen da gab es Leute, die gesagt sorgen. haben: Wieso ja. entscheiden sich gegen Adidas und nehmen jetzt diese Fantasiefirma aus den USA? Nike als Fantasiefirma zu bezeichnen. Ich glaube, das ist schon dann richtig daneben. Es ist doch der größte Sportartikelhersteller der Welt. Also wenn die alles in ihren Reihen haben, wo sie sind. Also Nike ist jetzt rein sportlich keine schlechte Wahl für den DFB. Auch wenn es schade ist für die deutsche Firma Adidas. Aber Nike ist ein Global Player. Mit dem kann man schon zusammenarbeiten. Glaube ich auch. Bin gespannt, wie die Trikots dann aussehen. Ja, man wird sich umgewöhnen müssen. Hier wird auch gefragt hat ja hat Sascha Staat halt dieses Angebot von Nike bekommen. Nee, habe ich im Windschatten des DFB nicht, hast du nicht bekommen? Nein. Könnt ihr die Information bestätigen, dass Nagelsmann den BVB abgesagt hat? Kann ich nicht bestätigen. Ich würde es auch nicht zu 100% ausschließen, dass er zum BVB kommt. Er wird nicht Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass er kommt. Aber sie ist nicht ausgeschlossen. Kommt natürlich darauf an, was hat er für andere Angebote. Es ist Barcelona-frei, es ist München-frei, es ist Liverpool-frei. Wenn irgendein Verein dieser Art natürlich bei Nagelsmann anfragt, dann wird der BVB natürlich keine große Chance haben. Steile These: Watzke verlängert als DFB-Vize mit Nagelsmann, zieht die Entscheidung aber bis nach der EM. Mit Terzic geht es in die neue Saison ohne Vertragsverlängerung. Den Nagelsmann-Deal schließt er nur ab, weil er Kloppo als letzte Amtshandlung für 2526 eingetütet hat. Der könnte gute Science-Fiction-Romane schreiben. Wolfgang aus dem Kreuzviertel schreibt, ist es wirklich wahr, Andi Möller soll zum Trikot der deutschen Mannschaft im WDR gesagt haben, Adidas oder Nike, total egal, Hauptsache aus Deutschland. Das hängt Andi Möller nach, obwohl er das ja angeblich nie gesagt hat. Ne? Ja, das habe ich auch gehört. Mhm. Aber es passt einfach schön. Moin aus Nordfriesland von Michael. Hier stand neulich ein Junge im FC Bayern-Trikot im Sportgeschäft vor dem Regal. Nicht weiterlesen. Oh. Nein, stopp, 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 stopp. Stopp, das kann jeder nachlesen bei Twitter, wenn er möchte. Aber. Du hast aber auch gelacht, als du es gelesen hast. Ne? Ich habe es gelesen und habe gedacht, das dürfen wir nicht sagen. Ist der Podcast denn überhaupt jugendfrei? Ja, natürlich. Doch, auf jeden Fall. Ja. ja. <laughs> Jetzt, wo du sagst, kann ich mich wieder erinnern. Hey, 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 hey. Hm. Du kennst dich mit Frauenfußball aus? Ach, ich war letzte Woche im Wohnzimmer Talk. Ja. Die Woche auch wieder. Da wahrscheinlich am Donnerstag. Da hatten wir Anna Haselsteiner hier. Mhm. Spielerin des BVB und vielleicht bin ich deswegen jetzt irgendwie Frauenfußballbeauftragter. Also weil ich in dieser Sendung dabei war. Ja, da würde jemand interessieren, ob da auch so eine Gossensprache auf dem Feld herrscht und der Schiedsrichter angepöbelt wird oder ob es dort zivilisierter zugeht. Die letzte Chiridokus, die letzten dokus waren erschreckend. Ähm. Ich weiß nur, dass die Schiedsrichter in der Frauenfußball-Bundesliga ganz oft eklatante Fehler machen. Da habe ich jetzt letztes Mal. Das war eine Riesendiskussion. Ja, da dann, war, das ja. war wirklich der Wahnsinn. Also, das war wirklich der Wahnsinn, was da los war. Was aber jetzt nicht am Frauenfußball liegt, sondern an den Schiedsrichtern. Ja, 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 äh, ja, ja, ja. natürlich. Das, also, da waren Dinger dabei. Menschenskinder. Wann führt ihr Hörerfragen als Sprachnachricht ein? Daniel fragt das. Nie. Kann Wie? man das so sagen? Nein, ja, das, das ist ja. Viel zu aufwendig. Wie soll das denn gehen? Nee. Wie, also ja. wie soll das funktionieren? Dann bräuchte ich erstmal ein extra Handy, wo die Leute nur Sprachnachrichten ja. schicken können. Und dann müsste ich das hier einbauen. Und dann vielleicht beleidigen die uns. Oder sie <laughs> schicken solche Witze wie Michael. Wie mich, ja. Und dann wissen wir das vorher und Dann nicht. stehen wir da. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wir schauen noch kurz zu den Hörerfragen bei Instagram. Ja, die kenne ich nicht. Ja, jetzt wart mal ab. Jetzt wart mal ab. Jetzt es nämlich richtig los. Da sind auch einige gekommen. Ja, da kam oh. die erste Frage, die ich sehe, hat Nagelsmann wirklich abgesagt? Nein. Oh, hier wird gefragt. Ich weiß nicht, ob du dich für Handball interessierst. Wie sieht es mit den BVB-Frauen aus? Nächstes Jahr wieder international? Ja. Haben doch gegen Leverkusen zuletzt gewonnen. Ja. Metzing auch gewonnen? Du bist im Bilde. Ich weiß noch nicht, auf welchem Platz Sie sind. Ich hätte jetzt Dritter gesagt. Ich Vierter weiß nicht, sind Sie, Vierter. aber dieses Jahr reicht der Vierte zum ersten Mal fix ja? für einen internationalen okay. Startplatz. Das war in den vergangenen Jahren nicht so. Trotzdem hat der Vierte meist mhm. international gespielt. Aber Sie haben einen Vorsprung und das Restprogramm suggeriert, im Vergleich auch mit dem Verfolger aus Blomberg, dass das reichen wird. Das biete ich einem schon wieder Meister? Nein, nein, nein. nein? nein, eng, nein. Vier Punkte Zweite. Vorsprung. Zweiter ist Bensheim, dritter Thüringen. Das ist alles ja? relativ eng, wobei BTK wird das schaffen. Die sind jetzt ins Viertelfinale der Champions League gekommen. Oh. Frauenquote beim Podcast, Zwinker Smiley, weil du jetzt da bist oder was? Was ist das denn? Ich weiß nicht, vielleicht wünsche ich mal Katja. Aber Katja ist ja keine Redakteurin, sondern die ist Teil des Videoteams, nicht wahr? Aber sie ist fest Angestellte, Mitarbeiterin mhm. des Hauses. Ja, aber dann kann ich auch Kevin Kiska einladen. Der ist auch festangestellt. Aber das ich glaube nicht, dass er hier der richtige Gast wäre. Oh, kommt die, die Aussage Lassi. hat ihm gar nicht gefallen. <laughs> die hat ihm überhaupt nicht gefallen. Hm. Oh, wie viel Geld fließt pro Saison vom Merchandise in den Kader? Ja, das ist natürlich schwer zu ähm, beziffern exakt. Aber was ich sagen kann, ich habe gestern ein Interview geführt für einen anderen Podcast, den ich betreibe. Mit Florian Riedmüller. Er ist Professor an der FH in Nürnberg im Bereich Marketing. Und der hat mir gesagt, dass diese Fabelaussagen wie Juventus verpflichtet Ronaldo und die refinanzieren ganz viel mit den Trikotverkäufen, absoluter Humbug ist. Ja? Ja. Das ist völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Nie im Ansatz kann das refinanziert werden. Also, das ist, weil. Die zahlen einfach ja nur für einen anderen Flock. Okay. Und dann kommt dazu, der Hersteller bekommt Geld, der Händler bekommt Geld, Umsatzsteuer geht runter. Es wäre eine absolute Illusion zu der glauben, Spieler selbst, dass sie wahrscheinlich vielleicht, auch Geld geben. Prozent ja, in Ronaldo auf. bestimmt. Ja. Ja. Aber das wäre absoluter Blödsinn zu glauben, dass dadurch irgendwie so viel mehr Geld eingenommen würde. Weil mal angenommen, Dortmund hätte jetzt vor zwei Jahren Ronaldo geholt ja, und nicht Sebastian Aller. So, dann hätten die anstatt Aller-Trikots Ronaldo-Trikots verkauft. Aber viel mehr? Ja, viel mehr, aber nie so viel mehr, dass es am Ende dafür sorgt, dass sie das irgendwie refinanzieren können. Den Gehaltsunterschied zwischen einem Aller und einem Ronaldo beispielsweise das hat er mir erklärt, absolut illusorisch. ich wieder was gelernt hier. Fand ich unfassbar spannend, was er erzählt hat. Klar, unser Gespräch war auf Handball bezogen, mhm. aber war ein total interessantes Gespräch. Entschuldigung. Tja, ob Schein oder Bender den größeren Impact auf die Mannschaft haben, ist sehr schwer zu beurteilen. Manchmal hat man das Gefühl, keiner hat Impact. Da <laughs> ja, ist jetzt ein bisschen böse, aber... Aber wenn, dann Schein, oder? Also... Naja... Siehst du eine spielerische Weiterentwicklung? Er ist ja für den Spielaufbau und Offensive zuständig. Nein, nicht Bender. Siehst du, dass es defensiv besser läuft? Ein bisschen schon, ein bisschen schon. Dafür ist Bender verantwortlich. Ja. Also Bender. Also Bender. Ja. Hätten wir Die das Frage geklärt. Beantwortet. Ja. Was gibt es zum Einstand? Durch das erste Mal hier war. Ja, anscheinend. Uh, ich habe nichts mitgebracht. Aber Kevin Kiska, nochmal, schönen Gruß darüber in die Regie. Und ich habe natürlich jetzt Hunger. Ja? Nicht wahr, Kevin? Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass äh, Thomas seine Premiere versüßt? Er hat ja nichts mitgebracht. Da müsste er ja was holen. Ich bin in genau 22 Minuten zum Essen verabredet. Ach, dann ziehen wir die Sendung einfach künstlich in die Länge. Das geht auf gar keinen Fall. Aber was geht, ist, dass ihr ein Abo abschließt. Nochmal der Hinweis, rn.de slash bvb podcast Angebot. 3 Euro, nur 3 Euro für drei Monate. Zwei, drei Fragen nehmen wir aber natürlich ja. in die Sendung mit rein. Es haben wirklich sehr, sehr viele gefragt. Nochmal zu Nagelsmann, mhm. zu Miss Lintatz. Also das überschneidet sich ein bisschen auch, wie es aussieht, ob Harry Kane spielen wird am Wochenende. Und mh, vorgeplänkel, machen wir jetzt zum Nachgeplänkel sozusagen, würde Sascha bei einem Champions League-Sieg des BVB eine Party für die BVB-Redaktion schmeißen. Sollte der BVB die Champions League gewinnen, werde ich weder am Spielort noch in Deutschland sein zu dem Zeitpunkt. Wo bist du? Ja. In Budapest. Beim Champions League-Final vor Frauenhandball. Mitbiete ich, ich denke eher nichts, aber man soll es nicht ausschließen. Im Sport weiß man ja nie. Vielleicht mit einer Dortmunder Note. Alina Greiseels hat sie die Chance noch dabei zu sein? Ja, die spielen im Viertelfinale gegen den neuen Verein von ihr. Gegen den neuen? Ja, gegen den neuen. Ist das in Bukarest. Bukarest, ja. ja. Da ist Metz favorisiert, würde ich schon sagen. So 70, 30 die haben in der Gruppenphase zweimal gegen diese Mannschaft gewonnen und. Emily Bölk, die letztes Jahr als Deutsche da war, die kann wieder da hinkommen. Auch eher so Außenseiter. Dann gibt es noch in Norwegen eine Deutsche, Luisa Schulze, die kann auch noch da hinkommen. Also es gibt schon noch ein paar Deutsche, die es schaffen könnten. Wäre natürlich toll mit der Dortmunder Note. Aber wie gesagt, ja, also würde ich die Party schmeißen, nicht am Tag selbst. Ich glaube, da hätten wir auch gar keine Zeit. Ich glaube, wir hätten die nächsten ein, zwei Tage gar keine Zeit für eine Party. Aber ich glaube, da eine Menge arbeiten müssen, wenn der BVB in der Champions League im Finale steht. Da wäre die Hölle los. Richtig, die Hölle los. Gegen wen wird der BVB das Champions League-Finale gewinnen? Was glaubst du? Bayern, oder? Im Wembley. Wenn, wenn, sie, wenn sie es gewinnen hey, sollten, dann müssen sie es gegen Bayern machen. Ja, da ist das Finale in München, da müssen wir dabei sein. Nee, Moment, das war was anderes. Das war Uli Hoeneß 2011. Ja. Hat aber auch nicht funktioniert am Ende. Also sie waren dabei, aber hat nicht funktioniert. Mh, warte, ich möchte ein, zwei Fragen. Mh, hier, sch hier schreibt jemand, äh, dass da etwas endlich legal wird, ob wir das nutzen werden. Ich nicht. Du? Nein. Nein. Als Familienvater sowieso nicht. Auf gar keinen Fall. Warum bist du denn Dortmund abtrünnig geworden eigentlich? Ähm. Weil wir uns irgendwann entscheiden mussten zwischen Dortmund und Münster. Weil meine Frau in Münster arbeitet und ich in Dortmund. Und wir haben uns für Münster entschieden. Und ich arbeite. Die richtige Entscheidung für mich war, in M Dortmund zu arbeiten und in Münster zu leben. Kevin, was sagst du dazu? Der lebt lieber in Münster als in Dortmund? Kann man verstehen. Oh. wie bitte <laughs> Konntet ihr das hören über die Lautsprecher er hat gesagt das kann man verstehen das ist wirklich an der Stelle ey, an der Stelle bin ich raus wirklich an der Stelle bin ich ähm, bin ich komplett raus nee das geht nee sorry kann ich ganz ehrlich und relativ eindeutig sagen an der nee was Folgt, was ist denn jetzt gegen Münster also das verstehe ich jetzt nicht nee gegen Münster habe ich überhaupt nichts. Das Aber du kannst du nicht Stadt. verstehen. Ja, weil, weil deine Aussage ist, du lebst lieber in Münster als in Dortmund. Und arbeite lieber in Dortmund als in Münster. Also, du ziehst Münster, Dortmund als Wohnort vor. Das ist die Nachricht. Das ist definitiv so. die Nachricht. Und stehe da ich auch zu. Ja. Da habe ich natürlich Schwierigkeiten mit. Du hast gesagt, ich soll nicht so diplomatisch sein. Ja, das ist absolut richtig. Ja, ja sage ich dir, ich liebe lieber. Folgt T. Schulzke bei Instagram und Twitter auf gar keinen Fall. Jemand, der solche <laughs> Aussagen trifft, das kann nicht sein Ernst sein. Folgt mir aber Ed Sascha Staat <laughs> auf beiden Kanälen. Da bekommt ihr Dortmund-Content. ja, Kein Münster-Content, so nämlich. Ihr dürft trotzdem aber auch Thomas Schulzke sehr, sehr gerne folgen. Gelungene Premiere... Sehen wir dich in dieser Saison hier nochmal wieder? Vielleicht nach dem Leipzig-Spiel. Ah, nach dem Leipzig-Spiel. Vielleicht nach dem Leipzig-Spiel. Und dann können wir mhm. aufarbeiten um meine Prognosen richtig fahren. Ist das Leipzig-Spiel aber eins, wo danach das Champions League Halbfinale folgt? Weißt du das auswendig? Habe ich nicht im Kopf. Also, ich das auch Spiel nicht. in Leipzig ist am 27. April. Mhm. Das weiß ich leider, habe ich nicht im Kopf. Würdest du denn nach Barcelona mitkommen? Ist doch ein Spieler, kann man mal zu dritt hinfliegen. Ja, wir sind meistens zu zweit aus. Es muss ja auch noch viel innerhalb der Redaktion. Mit der Show, mit Print. Es ist so viel zu machen hier in der Redaktion. Da ist wieder der Diplomat. Da. Ich, ich glaube nicht. Ich, es ist, ich schreibe mir das auf die Diplomatausgabe auf jeden Fall. <laughs> Gucken wir mal, ob du nach dem Sieg in Leipzig besser gelaunt bist. Weil ich, ja eben ich war gesagt, nicht schlecht gelaunt. Nein, nein, also positiver gestimmt. Oh, okay. also, okay. ja, was das angeht. Weil du hast ja gesagt, nur vier Punkte aus diesen drei Spielen, oh, wo ich eben gesagt, gesagt habe, Punkte ja. sieben. Ich werde daneben liegen, aber es macht nichts. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest, einen schönen Ostersamstag. In der Hoffnung, dass Borussia Dortmund zumindest mal einen Punkt mitnimmt aus München, so weit sind wir schon gekommen. Naja, ist auch egal. Nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.